Dann Leute, willkommen zurück zu Mario Maker 2, beziehungsweise Super Mario Maker 2. Ja Leute, willkommen auf jeden Fall zurück zu diesem tollen Spiel mal wieder. Heute werde ich mal nicht meine Dreckslevel-Spielung wieder verscheißen. Heute gehen wir mal hier zu dem Machara. Und ich dachte mir, heute spielen wir mal etwas anderes als immer nur. Oh mein Gott. Ihr seht schon, der hat ziemlich viele Ocarina of Time Level. Hier dann Deco Tree. Mein Problem ist halt hier, ich hoffe, hier muss man nicht Ocarina of Time gespielt haben, weil ich habe Ocarina of Time noch nie gespielt. Ich wollte es mal spielen, sogar zweimal, aber es wurde leider nie was draus und yeah. Spielen wir einfach mal das Level hier. Ich hoffe mal, man kann es trotzdem schaffen. Aber ich schätze mal schon. Sonst würde ich das einfach wie immer skillen. So, mein Luigi ist wieder am Start. Irgendwas. Nicht. Mein Ernst. Alter, fängt das scheiße an. Geh halt runter, danke. Okay, Leute. Ich glaube, das sind die Gegner, ne? Ich weiß leider nicht, wie die aussehen im Deco Tree. Ich bin nicht so die hellste Kerze in puncto Zelda, Leute, sorry. Aber ich dachte mir trotzdem, spielen kann ich es ja mal. Ich nehme mich mal mit. Kleiner Galumba Harry. Vielleicht ist das. Muss man hier jemanden befreien, vielleicht? Und das hier ist gerade der Typ. Könnte sein, dass ich den Harry hier befreien muss. Oder was? Boah, der war gerade rausgekrochen, so ein Harald. Blöder Harald. Nichts gegen Haralds. Ich kenne ein paar Haralds. Das sind tolle Freunde. Von mir. Und die muss ich jetzt. Was kann ich eigentlich? Hier hinten war ja ein Pilz, ne? Seht ihr, wie klug ich bin und mitdenke. Scheiße. Was brauche ich den Powerblock, Leute? For what? Wahrscheinlich so ein richtiger Zelda-Fan weiß es wahrscheinlich. Aber ich habe leider Zelda nicht so richtig gezockt. Fuck. Jetzt habe ich den Harald nicht mal mehr. Und da rechts war das anscheinend nur ein Secret. Das ist gerade blöd. Ach so, hier ist es offen. Hier ist ein Checkpoint. Der Harry hier wirkt gerade sterblich. Geh an die Tür. Okay, ich habe für heute noch ein zweites Level auch vorbereitet, so nebenbei gerade. Den vielleicht nicht. Alter, bring meinen Panzer nicht um, sonst schlage ich dich. Okay. What's this? Ah, I understand. Grab mir den Harry mal. Dann aktiviere ich den hier. Badam, bam, badam. Ach, ich bin zu klug für das Spiel. Go away. Danke. Oh nee, fuck. Okay. Und in den letzten Videos räusper ich mich voll oft. Geh weg, du inkompetentes Drecksvieh. Oh mein Gott. Soll ich mal. Leute,
Schreibt mir in die Kommentare, soll ich mal Troll-Level spielen? Was würdet ihr von der Idee halten? Also ich würde ja nichts davon halten, aber wenn ihr wollt, mache ich das. Ein paar trollige Level spielen. Bin ich ja wieder am Anfang. Muss ich das verstehen? Was kann ich eigentlich, Leute? So. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ein Mario. Langsam wird es wirklich peinlich, scheiße. Okay. Bisher wird es noch nicht wie das krasseste Rätsel, wo man Ocarina of Time gespielt haben muss. Ist das gut bisher? Wie komme ich da hoch? Ah. Seht ihr, wie klug ich bin? Boah, wäre ich. Hätte mich das getroffen, das wäre so richtig lame gewesen. Oh, da bin ich. Oh. Achso, ich muss jetzt hier. Ist die Boss-Tür? Ich muss jetzt hier in der richtigen Reihenfolge das Zeug drücken. Warte mal, steht der 1, 2, 3. Bin ich eigentlich komplett verlassen? Alter, bin ich lost. Hier steht die 1, 2, 3. Oder? Oh. Okay, ich bin doch nicht total lost. Warte mal, den Harry. Den Harry hier nehme ich mit. Come with me, Bruder. Okay, mal schauen. Ich mach mal 3, 2, 1. Ich kenne halt leider die Reihenfolge nicht. Lieber. Alter, du inkompetenter, undankbarer Hund. Oh mein Gott. Okay, nochmal. Wisst was? Ich bin jetzt ein ganz, ganz krasser Cheater. Tell me please. I think the code is 213. 2-1. Die Wahl habe ich am Anfang angegeben. Reset drive, the wrong code. Not the original code from. Eins, zwei, drei. Hä? Der Code ist 1, 2, 3, schreiben ein paar Leute. 1, 2, 3. Warum wurden... Du bist so ein hässliches, undankbares Stück. Okay, Leute, es könnte sein, dass ich jetzt ewig lange geschnitten habe, aber wenn ihr es nicht gesehen habt, ich habe jetzt 50 Mal einen Code ausprobiert und einmal habe ich 1, 2, 3 gemacht. Warum bekomme ich diesmal einen Schlüssel? Warum? Also zu dieser Notenblockdome ist schon 50 Mal ausgelöst worden. Warum bekomme ich jetzt einen Schlüssel? Warum? Der Sinn ist nicht da für mich. Ich habe 50 Mal die Kombination hier gemacht. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, aber ich habe es gemacht, Leute. Lol, stimmt das? Habe ich gerade Spaß gemacht. Ah, warte, ich verstehe den Boss. Ich muss den Eiszapfen aktivieren. Ha! Das fand ich trotzdem, ne. Weil den Coder, ich habe einmal 1, 2, 3 gemacht und der hat's nicht genommen.
Also bei dem Quota muss man anscheinend zwischen die Zahlen ein wenig warten. Soll es vielleicht nochmal ändern, Majora. Okay. Jetzt nochmal ein kleines Entspannungslevel vom Lord Miner mal wieder, Leute. Ich mag den Typen einfach. Er erinnert mich auch an Zombie. Oh, da ist schon zwei Level hochgeladen. Oh. Wollte erstmal das jetzt spielen. Yeah, there's a secret to skip with the red coins. Have fun. Fahr, schreibt er. Also, puh. Okay, ich glaube, meine. Wir sollen Spaß haben, Leute. Wir sollen Spaß haben. Okay. Hier ist erstmal ein inkompetentes Würstchen. Weg mit dir. Alter, ich bin einfach so ein dummes Stück Scheiße. Okay, das ist jetzt wirklich mal ein Troll-Level, das mir gefällt, ja, meiner. So. Okay, bei der Gelmara kommt man wieder darüber raus. Also könnte die vielleicht richtig sein. Nee, nee, nee. Nur über die Pfeile da reinzahlen, gehe ich da nicht. Das sind Stacheln. Es waren wirklich die Pfeile, richtig. Das hätte ich ja niemals erwartet. Aber zumindest ist es so einen netten Platz mit Stacheln, weil es könnte auch sein, dass da keine Stacheln sind, müsste man neu starten. Und man ist halt schon beim Checkpoint, auch wenn er nicht schwer war. Oder man müsste halt. Sorry, Leute. Oder man müsste halt. Oder man müsste halt. Was soll ich denn jetzt sagen? Oder man müsste halt. Alter, red Deutsch! Oder man müsste halt. Ich bring gerade das Wort nicht raus. Oder. Ich hab komplett den Faden verloren. Wo war ich gerade? Ach, wegen den Coins, okay. Leute, wo war ich gerade? Stimmt, oder man müsste halt die Zeit ausgehen lassen. Alter, habe ich gerade lange dafür gebraucht. So, da sollte man vielleicht nicht unbedingt springen auf die Rohre. Kommt, oben ist doch was. Nicht? Okay. Laut meiner, ich rufe dich jetzt mal auf. Bau mir das ultimative Troll-Level, okay? Also nur wenn du Lust hast, ne? Du musst es nicht machen. Vielleicht willst du, ja. Kannst vielleicht zuschauen, wie ich massakriert werde. Ja, genau, Alter, du inkompetentes Würstchen. Das zeigt nach oben der Pfeil. Okay, der war gut. Der war gut. Man ist so voller Hoffnung und dann stimmt es trotzdem nicht. Ich glaube, der hier ist es. Ich? Nee. Nein. Nee, da starte ich neu. Gott, ist das ein Drecks-Level. Okay, Leute, auf ein neues, auf ein neues. Das hasse ich immer, wenn man so seitlich von Röhren ist und Mario geht nicht rein. Okay, Leute. Also der Part bisher ist wirklich sehr schlimm für mich. Alles trotzdem knapp gewesen, obwohl ich sogar, glaube ich, schneller war als vorher. Aber ist nur so ein Gefühl, von daher.
Wollt ihr mal wissen, welches Spiel ich gern let's playen würde mal, Leute? Luigi's Mansion 2. Auf Luigi's Mansion 2 hätte ich richtig Bock, das zu let's playen, Leute. Weil ich mag das Spiel übelst. Ich glaube, ich werde auch demnächst irgendwann mal eine Liste raushauen. So ein paar 3D-Spiele, die ich mochte. Wäre keine Top-Liste, dass man... Jo, wenn das nicht aktiviert ist, das Blau dann... Oh mein Gott. Ich werde nicht irgendeine Top-Liste oder so machen, Leute. Ich möchte eine Liste machen mit 3D-Spiele, die ich mag. Hat diesen Unterschied. Als so eine... Drecks-Top-Liste, wo es heißt... Top 1, Nee, ich mache nicht Top 1 oder so. Ich habe ihn einfach ein paar Spielchen von auf 3DS, die ich mag. Ganz einfach. Okay, jetzt ist so die Frage. Welcher Weg stimmt jetzt bei der roten Röhre? Der erste und der zweite schon mal nicht. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Aber welches ist vielleicht der mit Pilz hier? Ich hab die Tür da rechts nicht. Ich dachte, da rechts wäre auch ein Zahnrad. Also kein Zahn. Oh mein Gott, was mache ich? Was mache ich? Ich dachte, da wäre auch ein Zahnrad, Leute. Ein Zahnrad. Eine Kreissäge. Ich dachte, da wäre auch eine Kreissäge ganz rechts. Deswegen habe ich mich schon nicht mehr ausgegangen. Aber ganz rechts geht es. Meine Fresse, bin ich dumm. So, Leute, ich bin nicht so klug. Boah, Alter, wie viele Röhren denn noch? Ich glaube, meiner, das Level gefällt mir bisher am wenigsten. Bekommt zwar wieder ein Herz, weil du es halt eingeschickt hast, aber... Alter. Ich glaube, meiner, was hast du bei der Scheiße gedacht? Wenn man jetzt stirbt, glaube ich, wird das ja ein Schlüssel wieder vom Checkpoint gar nicht gespeichert, ne? Mein Gott, ich glaube, meiner, was hast du denn hier zusammengebaut? Make it open. Oh, Scheiße. Hast du das gesehen? So macht man das hier. Jetzt muss ich wieder durch alle Türen durch und röhren. Alter. Level ist scheiße. Ich hasse es. Oh mein Gott. Fuck, nee, warte, das war bad. Ich hol mir noch einen Stern ab. So. Leute, laut meiner und auch Leute, dieses Level hier ist der größte Schnee. Ich will dem nicht mal toll geben. Also ein Buu würde ich nicht niemals hergeben. Auch wenn ich ein Level komplett abgrundstief nicht mag, würde kein Buu hergeben. Weil, es ist auch bei YouTube wieder so, wenn ich jetzt ein Level habe, also wenn, ein Level, ja, ein Video anschaue und mir gefällt, lasse ich ein Like da. Wenn es mir nicht gefällt, gehe ich einfach, ja. Lasse ich kein Dislike da oder so. Ich gehe einfach. Ich möchte kurz mal was ausprobieren. Meint ihr, ich kann den Checkpoint hier ausweichen? Ich kann dem ausweichen. Jo, ich kann dem ausweichen. So, warte mal, irgendeiner der zwei ist das so oder so gespeichert. Fuck. Nee, das passt schon. Warte mal, jetzt wird ja die dritte nicht abgespeichert. Bin ich irgendwie auf den Kopf gefallen? Leute, ich dachte es mir von Anfang an. Soll ich hier hochgehen oder nicht? Und ja, ich hätte es tun sollen, weil hier ist ein Shortcut. Ach mein Gott.
Meine Fresse. Deswegen das erste soll so darauf hinweisen. Puh, das da oben könnte eine Falle sein. Geh lieber nicht dahin, Bruder. Das hasse ich an diesen seitlichen Trump. Die werden nie richtig ausgelöst, wie ich das will. Ich hasse das in den Viechern. Mir wirken die irgendwie nie. Das ist Ziel. Laut meiner abgrundstief schlechtes Level. Obwohl, ja okay, es ist ein Troll-Level, von daher. Hast nochmal Glück gehabt, dass ich das nicht zurücknehmen kann. Wenn man einmal gedrückt hat. Ich finde das eigentlich eh blöd, dass man das nicht mehr wegmachen kann. Aber ja. Ja. Ich bin erlöst. Ich wollte eigentlich das vierte Level von ihm auch noch reindrücken, aber. Nee. Only 30 seconds. Nein, wir schauen uns an. Es sind nur 30 Sekunden, komm. Die Challenges liegen mir, die mache ich oft. Super Mario World noch dazu. Super Mario 3D World. Habe ich auch Bock drauf, komm. Du mieser Bastnipper. Was? Was? Boah, es wäre immer so richtig geil, wenn jemand be. Ich fände es mal richtig geil, wenn jemand Best-ofs von meinen Videos machen würde. Aber. Hey, das Level ist nicht möglich. Ach, warte. So könnte es gehen. Warum habe ich mich drauf eingelassen? Scheiße, Leute. Hat sich der laut meiner wirklich eine Scheiße überlegt? Oh fuck, das funktioniert so, okay. Ja, warte mal, ich probiere es einfach generell so. Alla, bin ich durch. Was mit Weitsprung, bitte? Ach. Ich habe den gerade vorher noch aus Versehen ausgeführt, zum Glück. Oh mein Gott, Leute. Wenn jemand da draußen von euch, von kleinen YouTubern Best-of schneidet, mache ich es von meinem Mario Maker Part. Danke. Wetten? Ja, ich dachte mir gerade, wetten. Genau, wetten, man darf in die Röhre nicht rein und ich habe nicht mehr viel Zeit, verdammte Scheiße. Hoch. Okay, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, das ist das Ziel, das ist das Ziel. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht in die Box rein. Ja. Oh mein Gott. Zum Glück bin ich noch auf den Weitsprung gekommen. Leute, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Maker 2. Wie gesagt, wenn jemand wirklich von kleinen YouTubern Best-of schneidet, also mich würde es wirklich interessieren, ob das jemand von euch machen würde. Auf jeden Fall auch. Hab meine abnormal abgrundstief. Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo und Like nicht vergessen. Ciao.